Wir haben hier bei uns Kirmes und wir sind wirklich am Überlegen, ob wir da hingehen. Wenn wir da hingehen, dann früh, ja, so Mittag, weil später kannst du da nicht mehr hin. Ich weiß nicht mehr, was hier los ist, ja. Jetzt wieder ein 28-Jähriger, leider ums Leben gekommen. Mein Beileid an die Angehörigen, an die Familie. Viel, viel Kraft. Also wirklich, ich brauche das jetzt nicht alles erwähnen, wo und was alles auf solchen Veranstaltungen passiert. Allgemein passiert auch sowas, aber auf solchen Veranstaltungen, ich kriege das immer wieder mit, ja. Und dieses, ja, ich provoziere das Ganze nicht, ich gehe nur vorbei, das zieht nicht mehr, ja. Da sind diese, ich weiß nicht, wie ich die nennen soll, diese Kreaturen, die da sitzen, die haben nichts Besseres zu tun, als andere Leute anzusaugen. Da muss es echt wirklich Gesetze geben. Da muss es so eine Kirmespolizei geben, die einfach so fängt und einfach wegsperrt und tschüss, fertig. Weil das kann ja echt nicht sein, dass Menschen überlegen müssen, ob sie da hingehen oder nicht. Sperrt diese Kreaturen einfach weg. Dankeschön. Und wenn sie zu jung sind, mein Gott, in den Ferien ein, zwei Wochen rein, fertig. Ich glaube, sowas zieht.